zusammen und willkommen zu einem neuen Video. Ja, ich bin immer noch hier bei mir in der Heimat unterwegs, in Rheinland-Pfalz. Und heute besuche ich den Windpark Gimpweiler, Wolfersweiler. Zwei Windparks, die aber direkt nebeneinander liegen. Der eine liegt im Saarland, der andere in Rheinland-Pfalz. Ja, und hier stehen wieder unterschiedliche Generationen von Enercon-Anlagen. Hier stehen Enercon E82, 138 Meter Nabenhöhe. Drei Stück sind so die größten hier. Die gehören zum Windpark Gimpweiler. Ja, und hier direkt nebendran im Windpark Wolfersweiler, jetzt schon Saarland, da stehen noch ein paar ältere Anlagen. Ich stehe hier in der Nähe von einer kleinen E40. Freue ich mich immer wieder, wenn ich die noch sehe. Die alten Dinger. Ich glaube, es ist auch noch eine ältere E40. Die Narbe ist nämlich so ein bisschen spitzer und ist auch aus so einzelnen Halbschalen zusammengesetzt. Normalerweise ist ja vorne die Kappe einzeln und dann der hintere Teil der Narbe einzeln, aber die hier ist nur aus so Schalen zusammengesetzt. Kann sein, dass sie noch ein bisschen älter ist. Ja, von 1997, glaube ich. Da hinten steht noch eine kleine E40. Und eine Enercon E58. Ja, ich glaube, es stand noch eine dritte E40 hier. Die wurde allerdings schon repowered durch diese E82 hier. 85 Meter Nabenhöhe. Ein bisschen kleiner als die anderen. Ja, und hier im Anschluss ist dann der Windpark Hahnweiler, Eitzweiler, habe ich auch schon mal besucht. Da stehen nämlich die zwei D-Wind D6. Auf der hinteren war ich schon mal drauf. Gehören zu Hahnweiler. Und ja, die E82 hier und dann hinten dran die Vestas V112 gehören dann zu Freisen-Eitzweiler. Ja, ich glaube, hier ist auch noch ein weiteres Repowering geplant. Ich glaube, die kleine E40 hier soll weg und dafür dann nochmal eine größere E82. Ich wundere mich immer, wenn noch so viele E82 gebaut werden, aber ja, vom Genehmigungsaspekt her sind die vielleicht einfacher zu genehmigen als jetzt eine E138. Aber würde mich echt freuen, wenn hier auch mal noch ein paar EP3 in die Region kämen. Ja, hier hinten geht's weiter. Hier stehen auch noch einige Windräder. Da stehen noch zwei V90. Gehören auch zu Gimpweiler. Und hinten dran ist dann der Windpark Weiersbach. Da stehen noch einige ältere G. Und Enercon E82, E92. Also hier steht schon einiges in der Region. Ja, hinten dran am Horizont auch nochmal Anlagen. Stehen auch nochmal kleine E40. Hoppstetten-Weiersbach. Und hinten dran dann V90, N117. So, ich stehe jetzt hier unter der kleinen E40 mit der Nummer 1. Das scheint die erste Anlage hier im Park gewesen zu sein. Ja, und das grüne Farbschema ist auch noch ein bisschen anders. So ein bisschen, ja, eher türkis. Nicht so dunkelgrün wie die heutigen Enercon-Anlagen. Süß, die kleine. Also ich finde, die Narbe ist etwas schlanker, aber dafür etwas spitzer. Muss ich jetzt gleich mal bei der anderen E40 schauen, aber ich könnte mir vorstellen, dass das hier noch eine ältere Anlage ist. Ja, schon krass, dann die E82 im Vergleich. Ich finde, die E82 sehen auch immer ulkig aus. Also ich kenne jetzt keinen anderen Hersteller, der
Anlagen mit ja, so einem relativ kleinen Rotordurchmesser auf so hohem Turm baut. Also eine, keine Ahnung, Vestas V80 auf 140 Meter Turm, kenne ich nicht. Vestas V126 auf 137 Meter Turm kenne ich, aber das sind ja viel größere Anlagen. Das ist schon ja, einzigartig, dass die E82 auf so großem Turm gebaut wird. Ja, jetzt kommt zum Glück nochmal ein bisschen die Sonne raus. Ja, ich werde jetzt mal zur anderen E40 noch laufen und zur E58 und werde mal noch ein bisschen mit der Drohne fliegen. So, ich stehe jetzt unter der anderen E40 und ich finde, die Narbe sieht etwas anders aus. Da sieht man es nämlich schön. Die Kappe vorne ist separat. Also sind zwei Teile. Bei der anderen E40 waren es halt, ja, so einzelne Segmente und hier ist es zweigeteilt. Und die Narbe hier komme ich auch etwas breiter vor. Vielleicht täusche ich mich auch, aber ja, ist auf jeden Fall eine andere Narbe. Vielleicht ist die hier Anlage etwas neuer. Ja, hinten dran die E58. Ja, optisch ähnelt sie der E66, aber man sieht schon den Unterschied. Wesentlich kleinerer Rotor. Hat auch nur 1 Megawatt. Ja, die wurde auch, glaube ich, gar nicht so häufig gebaut wie die E66 jetzt. Sieht man nochmal schön die E82. Ja, zu der Anlage hier gibt es auch eine Geschichte. Vor einigen Jahren beim Sturm gab es da auch eine Havarie. Hat es auch das Rotorblatt zerfetzt und Maschinenhaus war auch teilweise zerstört. Ja, deshalb hat die jetzt ein etwas neueres Maschinenhaus, wo der rote Ring einmal komplett drumherum geht. Also da waren, ja, Rotor und Gondel waren komplett unten. Hat man komplett ausgetauscht. Ja, habe ich vor kurzem auch Bilder gesehen, irgendwo in Norddeutschland. Hat es auch eine E82 zerfetzt. Ja, sieht man in letzter Zeit irgendwie häufiger bei den Anlagen. Ja, fragt man sich natürlich, wie sie mit den, ja, mehr Stürmen jetzt im Zuge des Klimawandels, wie sie damit zurechtkommen. Ist ja schon echt gigantisch aus. Der kleine Rotor auf dem Riesenturm. Schon cool. Ja, da hinten ist die andere kleine E40, wo ich gerade eben war. Ja, jetzt wo die Sonne rauskommt, hat man auch nochmal einen schönen Blick in die Ferne. Da hinten, das ist zum Beispiel der Windpark Priesberg mit den Wensis 112, wo ich schon mal war. Und dann hier im Anschluss hat man auch einen tollen Blick auf die ganzen Windparks im Hunsrück schon. Da stehen E92, E101, hinten dran sind, glaube ich, V126. Auch nochmal E101. Also da steht auf jeden Fall einiges da hinten. Da gäbe es auf jeden Fall noch sehr viel zu erkunden, aber Wetter war jetzt vielleicht leider echt schlecht. Über Weihnachten und ja, wird sich meine Family bedanken, wenn ich nur auf Tour wäre, um Windräder zu fotografieren. Ah, und hier hinten ist noch eine ganz kleine E40. Ich glaube, die hat 50 Meter Turm. Ich glaube, es ist so eine der ältesten Anlagen hier in der Region. Von 1995 ist die, glaube ich. So, ich bin jetzt hier im benachbarten Windpark Hahnweiler mit den Dewind D6, den zwei Stück. Da drüben steht noch eine E82, die gehört zum Windpark Eitzweiler schon. Und die zwei Dewind hier stehen in Rheinland-Pfalz.
Ja, und ich stehe hier in der Nähe von der Anlage, auf der ich damals drauf war. Es ist fast schon wieder 20 Jahre her. Die Anlagen wurden 2002 gebaut, also werden 20 Jahre dieses Jahr. Und ja, als sie noch ganz neu waren, war ich auf dieser Anlage hier drauf. War schon echt ein krasses Erlebnis. Damals war ich ein ganz kleiner Stöpsel. Das waren damals auch echt Riesenanlagen. Im Vergleich zu, ja, so E40 oder sowas. 90 Meter Nabenhöhe. War schon echt krass. Die haben 1250 Kilowatt. Schon echt geil. Und die haben auch echt eine richtig coole, helle Tagesbefeuerung. Weiß jetzt nicht, ob man das hier so gut sieht. Ja, und hier hinten dran, in dem Windpark war ich ja gerade eben, Windpark Gimpweiler, Wolfersweiler. Ja, hier drüben stehen auch noch Anlagen. Hier stehen noch drei Südwindanlagen, S70. Die gehören auch zu Eidsweiler. Alles Windpark Freisen, Freisen Eidsweiler. Ja, hier ist auch ein größeres Repowering geplant. Die beiden Anlagen mit weißen Rotorblättern sollen, glaube ich, durch eine V136 ersetzt werden mit 166 Meter Nabenhöhe. Und die Anlage mit roter Markierung soll, glaube ich, durch eine E138 ersetzt werden. Das würde mich natürlich freuen. Endlich meine EP3 hier in der Region. Ja, die sind jetzt, glaube ich, auch schon fast 20 Jahre alt. Ja, aber ich hoffe, dass die D-Wind hier noch ein bisschen stehen bleiben. Auch ein geiles Bild, die D-Wind vor der E82. Die sehen eigentlich auch relativ gut aus für ihr Alter. Trotz der 20 Jahre gut gepflegt worden. Ja, hier drüben hat man jetzt auch nochmal einen Blick auf die Freisener Höhe. Stehen auch nochmal jede Menge Anlagen. Habe ich euch auch schon mal gezeigt in einem Video. E101, V90. 82 und hinten dran direkt dann die N90 auf Gittermast im Windpark Forenlinden. So, ich stehe jetzt hier unter der schönen V112 im Windpark Eidsweiler. Finde ich auch cool, nur rote Spitzen. Kein rotes Maschinenhaus, mal was anderes. Die meisten Anlagen haben nämlich immer ein rotes Maschinenhaus und zwei rote Markierungen, Rotorblättern. Finde ich das mal ganz schön. Ja, die hat 140 Meter Nabenhöhe und ja, der Turm ist wesentlich schlanker als jetzt zum Beispiel der 137 Meter Turm von V126 zum Beispiel. Das ist ja auch so ein LDST. Der hier Turm ist wesentlich schlanker und ja, ist am Übergang vom ersten zum zweiten Segment auch hier außen noch verschraubt. Bei dem LDST ist es ja alles innen. Ja, die läuft sehr ruhig heute, geht nicht super viel Wind, aber ist auch mal ganz angenehm. Dass man nicht so komplett erfroren ist von dem eiskalten Wind. Ja, hier drüben sieht man jetzt nochmal schön die beiden D-Windanlagen und die E82. Ja, und hier drüben dann die Südwind S70, die drei Stück, die auch zu Eidsweiler gehören.
Ja, bestimmt geil, wenn die Report werden. Wenn da noch eine V136 und eine EP3, E138 hinkommen. Das wäre schon cool. Also es befindet sich auf jeden Fall in Genehmigung. Wann genau das jetzt passieren soll, weiß ich jetzt gar nicht. Aber ich schätze mal so in den nächsten 2 Jahren. Ja, dann werde ich mich verabschieden hier an der Stelle. Ich hoffe, es hat gefallen. Könnt gerne Kommentare schreiben. Kanal abonnieren, wenn ihr mögt. Es werden noch einige Videos folgen dieses Jahr. Und ja, dann sehen wir uns im nächsten Video. Macht's gut und bis bald.